Ja, wir sind in der 8. Klasse. Thema Wiederholung vor den, also noch in den Ferien vor dem Schuljahres, Halbjahresbeginn, zweites Halbjahr. Wir üben nochmal Gleichungen lösen. Eine echte Wiederholung. Ich nehme nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, x plus 8 soll 9 ergeben, dann weiß ich das zwar im Kopf, ne? Früher haben wir ein Kästchen gemalt. Aber Gleichungen lösen heißt auf beiden Seiten das gleiche tun. Ich erinnere an unsere Waage. Wenn ich hier nichts drin habe und hier nichts drin habe, steht die Waage gleich. Tue ich etwas rein, ein Ding, und dann muss ich hier auch ein Ding rein tun. Das ist gleich heißt Gleichstand. Die Waage zeigt also Gleichstand an, in Waage. So, das jetzt für diese Gleichung sieht dann so aus. Ich sage, okay, ich mache was auf beiden Seiten, damit mein x alleine steht. Ziel muss sein, x ist gleich Ergebnis. So, heißt, ich sage, okay, was stört? Wer heißt hier nicht x? Plus 8 heißt nicht x, also Gegenteil minus 8. Achtung auf beiden Seiten. Wenn ich unsicher bin, schreibe ich die Gleichung nochmal ab. Schön die Ist-Gleiche untereinander. Und jetzt mache ich das. Das hier minus 8, das mache ich jetzt auf beiden Seiten minus 8 und hier minus 8. Das ist jetzt hier ein ganz einfaches Beispiel, weiß ich auch. So. Aber ich bin dann in der glücklichen Lage zu sagen, plus 8 und minus 8 ist 0, x steht wirklich alleine und 9 minus 8 ist 1. Das hätten wir, wie gesagt, auch so rausgekriegt. Zweiter Typ Gleichungen, das kann ich mit Mal und Ist gleich und sonst was machen. Zweiter Typ Gleichungen, der schon ein bisschen komischer aussieht. Mein Lieblingsbeispiel 3x minus 4, ne, machen wir plus 4, ist gleich 5. Und jetzt kommt diese berühmte Klaps-Rückwärts-Geschichte. Normalerweise löst man ja irgendwelche Aufgaben so, dass man sagt, Punktrechnung vor Strichrechnung und vor alles die Klammer. Ein schönes Kunstwort ist klar wie Klammer, dann Punktrechnung und dann Strichrechnung. Beim Gleichungen lösen bitte rückwärts. Es geht leichter. Was stört? Es stört mal 3, es stört aber auch plus 4. Erst die Strichrechnung. Ne? Beim Gleichungen lösen klappt es rückwärts. Also sage ich, okay, ich mache es wieder in blau. Erster Schritt, plus 4 stört, minus 4. Auf beiden Seiten heißt das 3x plus 4 minus 4 hebt sich auf. 5 minus 4 ist 1. Jetzt stört noch mal 3. Ne, wenn nichts da steht, kann ich mir sagen, mal 3 stört auch noch. Also durch 3, okay. Dann steht x mal 3 durch 3 ergibt 1. Einmal x kann ich auch bloß ein x schreiben und 1 durch 3 ist ein Drittel. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ich kann mir also Gleichungen, ich kann die wildesten Zahlen mir einsetzen. Ich hätte auch 928x minus 573 ist gleich 1527 oder sonst was hinschreiben können. Es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Und wenn ich mir so eine komische Gleichung eben erfunden habe, dann mache ich die Probe hinterher. Dann kann ich sagen, jawohl, habe ich richtig gemacht. Probe heißt, Moment, das hier ist ja x. X ist also ein Drittel wert. Das in die originale Gleichung einzusetzen. Machen wir das mal. Ich schreibe also 3 mal und jetzt nicht x, sondern ein Drittel plus 4 und schreibe die Gleichung so weit ab und frage, stimmt das? Jetzt kann ich sagen, jawohl, stimmt. 3 mal ein Drittel ist ein Ganzes. Ein Ganzes, also 1 plus 4 ist wirklich 5. Und ich kann sagen, jawohl, Aufgabe richtig gelöst. So. Nächster Typ. X steht auf der rechten Seite. Machen wir das mal so. X steht auf der rechten Seite. 25 ist gleich 13 minus 2x. Steht so da. Ich lasse das x hier auf der Seite stehen. Das heißt, ich werde Ergebnis ist gleich x raus haben. Mache ich genauso. Ich sage, na gut, klapp's rückwärts. Es stört, wenn nichts da steht, plus. Es stört plus 13. Was mache ich? Minus 13 auf beiden Seiten. Ergibt 25 minus 13 ist bloß noch 12, ist gleich minus 2x. Was stört? Mal minus 2. Also durch minus 2. Jetzt 12 durch minus 2 plus durch minus, unterschiedliche Vorzeichen ergibt minus. Und gleiche ergeben immer plus, unterschiedliche ergeben Minus. Also 12 durch 2 ist 6, aber durch minus 2 minus 6. Minus 6 ist gleich x. So, ja, dann habe ich es an der Stelle schon fertig und kann sagen, das war's.
Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt werden wir mal Gleichungen, ich werde mal welche hinschreiben, werden wir die mal üben. Ich schreibe die Gleichungen hin. Wenn die dann dastehen, also einmal so und einmal so. Und wenn wir die dann geübt haben, dann melden wir uns wieder zurück. Jetzt mache ich erstmal kurz Pause, schreibe zwei Gleichungen hin, linke und eine rechte. Also ich werde das hier teilen. Hier eine Gleichung und hier eine Gleichung. Und dann melde ich mich wieder und dann werden wir sehen. So, jetzt die beiden Gleichungen. Das wäre Gleichung A und das wäre Gleichung B. Und jetzt abschreiben zu Hause. Auch zu Hause zum Üben nochmal abschreiben die Gleichung. Ich drücke gleich die Pause-Taste, ihr drückt zu Hause auch die Pause-Taste, rechnet das Ding aus, selber rechnen macht nur schlau, alles andere ist Quatsch, angucken hilft nicht, selber rechnen macht schlau, ihr rechnet und drückt wie gesagt jetzt die Pause-Taste, ich auch, wir rechnen das Ding aus und dann melden wir uns wieder und dann könnt ihr vergleichen. Na dann los. Zuerst die Gleichung A. 15x minus 3 ist 42, klappt rückwärts, ne? Also erst die Strichrechnung, minus 3 stört, plus 3. Dann ergibt sich hier 15x und Achtung, 42 hatte ich, aber plus 3 sind 45. Jetzt teile ich noch durch 15, denn hier steht ein stilles Mal, hier. Und ich sage durch 15, dann ist x gleich 45 durch 15 ist 3. Probe, einsetzen in diese originale Gleichung, ich zeige nochmal. Also, x ist das Wert. Also setze ich diese 3 statt des x ein. 15 mal 3 ist 45, minus 3, jawohl, ist 42, okay. So, jetzt die nächste. Ich mache wieder Pause und ihr löst zu Hause auch die nächste. So, 900 ist gleich 12x plus 300. Achtung, das x immer da lassen, nicht irgendwie hin und her tauschen, dann kommt nur Mist raus. Also, gucken wir mal. Klaps rückwärts, Strichrechnung. Also, gehen wir ran und sagen, plus 300 stört, Gegenteil ist minus 300. Jetzt geht es weiter. 900, Achtung auf beiden Seiten, minus 300 ist 600. Ist gleich, 300 und minus 300 hat sich erledigt, 12x. Es stört noch mal 12, also Gegenteil ist durch 12. Und es steht auf der nächsten Zeile 600. Ich schreibe es mal ein bisschen ausführlich. 600 durch 12 ist gleich x. So können wir es aber nicht stehen lassen. Wenn man sagt, entweder ich mache Folgendes, Nebenrechnung, 600 und teile durch 12, naja, dann kann ich mich rantasten und sage, oder ich kürze mich ran. Ich rechne erstmal schnell diesen Rattenschwanz aus, Rattenschwanz, weil sich dann hier immer irgendwie was ergibt, also sagen wir, 60 durch 12, 4 mal 12, 4 mal 12, könnte gehen ins 48, 5 mal 12, 5, 5 mal 12, 60, abziehen, 0 bleibt übrig. Die 0 durch 12 geht nicht mehr. 0 mal 12 ist 0. Abziehen, alles zu Ende. 50 ist gleich x. Jetzt zeige ich die Sache mit dem Rankürzen, wenn man es nicht weiß. Eins sieht man auf jeden Fall hier. Die 600 und die 12 sind beide durch 6 teilbar. Machen wir das mal. Tasten wir uns mal ran. Durch 6 ist bloß noch 100. Durch 6 ist bloß noch 2. Ach Mensch, ja, 100 durch 2 ist 50 und dann habe ich es auch. Ne? Also gibt beide Wege, wie man sich daran tasten kann. So, 50 ist gleich x. Jetzt die Probe. Die ist die übliche, indem ich sage, die originale Gleichung heißt ja 900 ist gleich. Und jetzt 12 mal, und jetzt kommt das x, 50 plus 300. Jetzt kann ich das wieder so machen, dass ich sage 900 soll sein. Also das war die Frage. 12 mal 50, 5 mal 2 ist 10, 5 mal 1 ist 5, sind 6 und eine 0 dran. Aha, 60 und eine 0 dran sind 600 plus 300, jawohl, stimmt, fertig, so geht's. Gut, Fragen, wenn dann jetzt, ich mache mal Pause. Gut, wir haben uns eben geeinigt, wir machen mal noch eine Aufgabe. 65 minus 12x soll 53 sein, wir werden mal sehen, was bei rauskommt. Legt mal los. Wir melden uns dann mit dem Ergebnis wieder hier. Durch die Minuszeichen gibt es hier ein paar kleine Verwirrungen. Es stört zuerst die Strichrechnung, also die 65 muss weg. Hier steht aber ein stilles Plus, also sage ich minus 65. Jetzt cool bleiben und sagen, okay, hier hat sich's erlöst, hier bleibt minus 12x stehen, der Rest ist weg. 53 minus 65 ist, die ist größer, minus, und jetzt kann ich auch sagen, 65 minus 53, müsste irgendwie 12 sein, ne? Minus 12. Logisch?
Minus 65 ist größer, also bestimmt ist das Vorzeichen. Und jetzt kann ich sagen, von der 65 ziehe ich 53 ab. Also minus 12. Ich teile durch minus 12, denn das hier stört noch. So, ich wollte es ja in blau machen. Durch minus 12 teilen. So. Minus 12 durch minus 12 ist wieder normal 1, also bleibt x hier stehen. Und minus 12 durch minus 12 ist auch 1. Probe. 65 minus 12 mal 1. Soll sein 53? Große Frage. Ich glaube ja. Ne? 65 minus, das ist nämlich 12 hier. 65 minus 12 ergibt 53. War also gar nicht so schwer. Pardon, ja, klar. Ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Ist 53, genau. Ja. Gibt noch eine Frage, Moment. Also noch eine letzte Übungsaufgabe, die heißt 5x minus 125 soll 275 ergeben. Oh, naja, dann Pause-Taste drücken zu Hause und ich mache das auch und dann rechnen wir. Gut, kurze Erklärung, es stört minus 125 plus 125. Mal sehen, was dabei rauskommt. Dann sagen wir, 5x steht alleine, das ist schön, ist gleich untereinander. Ach, du liebe Zeit, das müssten 400 ergeben, ne? Ich teile durch 5 und demzufolge muss x dann 80 sein. So, Probe. 5 mal 80 minus 125 soll 275 sein, ist die Frage. Schreibt lieber eine Zeile mehr. 5 mal 80 sind 400. Minus 125 soll 275 sein. Naja, das kriegt man hin im Kopf. Jawohl, stimmt. Gut, ich schließe jetzt diesen Teil des Videos erstmal ab, sonst wird es zu lange. Wir kommen dann gleich zum zweiten Teil. Ich werde dann wahrscheinlich hier einen Link hinmachen. Mache ich meistens hier unten so, in gelbem Feld. Und da kann man sich dann den zweiten Teil angucken.